Der Rentenbescheid auf die richtige Zuordnung Ost-West kommt es an. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie haben Ihren Rentenbescheid erhalten und dann gucken Sie natürlich als allererstes immer auf die Seite 1, freuen sich über die Rentenhöhe oder auch vielleicht nicht und dann gehen Sie in die Anlage Versicherungsverlauf für Ihren Rentenbescheid rein. Der Versicherungsverlauf ist das Herzstück des Rentenbescheides. Denn hier in diesem Versicherungsverlauf bildet sich sozusagen Ihr gesamtes Erwerbsleben ab. Vom ersten Tag der Schulausbildung oder meinetwegen Berufsausbildung bis zum letzten Tag vor dem Rentenbeginn. Ich möchte Ihnen ja sagen, woran Sie eigentlich erkennen können, ob hier die Zuordnung Ost-West ordnungsgemäß erfolgt ist. Ja, Sie müssen sich also bitte immer Folgendes vorstellen. So ein Erwerbsleben, das läuft ja nicht glatt durch. Ja, da arbeiten Sie mal in Brandenburg oder Sie arbeiten in Bonn oder Sie sind in Hamburg oder Sie arbeiten in München. Und irgendwie muss sich das ja hier alles abbilden. Hier steht ja auch nicht da Ost-West, sondern hier sind irgendwelche Daten abgebildet, die für den Laien erkennbar machen, aha, ich habe im Jahr 1983 26.688 D-Mark verdient für 12 Monate versicherungspflichtige Tätigkeit. Aber ich weiß gar nicht, ob das nun im Westen war, in den alten Bundesländern, oder ob das in den neuen Bundesländern war. Die Zuordnung Ost-West ist deshalb wichtig, weil es nämlich hier um Ihre Rentenhöhe geht. Wenn also die Zuordnung für einen bestimmten Lebensabschnitt, den Sie möglicherweise in Ostdeutschland gearbeitet haben, nicht hier drin enthalten ist, dann kann es passieren, dass Ihre Rente möglicherweise zu hoch oder zu niedrig ausfällt. Und wenn sie zu niedrig ausfällt und Sie das erst nach 10 Jahren feststellen, dann ärgern Sie sich, weil Sie nämlich die 10 Jahre nicht nachgezahlt bekommen, sondern maximal nur 4 Jahre. Woran erkennen Sie nun, dass wir es hier mit Ost- und Westzeiten zu tun haben? Westzeiten sind grundsätzlich nicht als Westzeiten ausgewiesen, sondern die stehen so da im Versicherungsverlauf, wie sie hier stehen. Allgemeine Rentenversicherung, Rentenversicherung der Arbeiter. Hier steht nicht Beitrittsgebiet drin, sondern hier steht nur allgemeine Rentenversicherung, Rentenversicherung der Arbeiter. Das heißt also für Sie übersetzt, das sind alles Zeiten, in denen Sie in den alten Bundesländern gearbeitet haben. Wenn hier Beitrittsgebiet steht, dann wissen Sie, aha, das sind Ostzeiten. Und dann würde sich auch sofort erkennbar etwas hier in der Rentenberechnung dann verändern. Aber das erkläre ich Ihnen dann einmal an einem späteren Video, wie das dann da tatsächlich aussieht. Und nochmal zur Klarstellung für Sie. Immer dann, wenn hier steht, allgemeine Rentenversicherung, Rentenversicherung der Arbeiter, ohne irgendeinen Zusatz, dann wissen Sie, aha, das sind die Zeiten in dem Rentengebiet West. Wenn aber hier steht, allgemeine Rentenversicherung, Rentenversicherung der Arbeiter, mit einer Klammer drunter, Beitrittsgebiet, dann wissen Sie, es ist die Zuordnung Ost für diese Zeiten. Wir haben immer hier unterschiedliche Zeiträume für die Erfassung. Wir haben oftmals viele Zeiten Osten, Westen und so weiter. Und deshalb genau nochmal prüfen, ob das dann tatsächlich auch für Sie stimmt. Denn hier geht es um Ihre Rente und zwar um die Höhe der Rente. Wichtig ist für die Zuordnung, für die rechtliche Zuordnung, in welchem Beschäftigungsort Sie eigentlich gearbeitet haben. Also es kommt bei der Ost-West-Zuordnung nicht darauf an, dass Sie zum Beispiel in Ost-Berlin gewohnt haben, sondern es kommt darauf an, ob Sie in Ost-Berlin nach der Wende zum Beispiel gearbeitet haben oder Ihr Beschäftigungsort in West-Berlin war. Und wenn der Arbeitgeber in West-Berlin war, dann kann es sein, dass die Zuordnung hier nicht Osten ist, sondern Westen ist. Also entscheidend kommt es darauf an, wo Sie Ihren Beschäftigungsort haben. Und letzten Endes ist es ja so, wir sind im Recht. Es gibt sogar eine Vorschrift, den Paragraph 9, Sozialgesetzbuch Nr. 4, der uns sagt, was denn eigentlich der Beschäftigungsort eines Arbeitnehmers ist. Gleiche Regelung, ähnlich auch der Paragraph 11 SGB IV für den Beschäftigungsort oder für den Tätigkeitsort des selbstständig Tätigen. Und der Beschäftigungsort ist immer der Ort, an dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird. Das heißt also, wenn ich in Halle-Saale arbeite und habe dort meine Arbeitsstätte und mein Arbeitgeber ist auch dort ansässig, dann ist mein Beschäftigungsort
in Halle Saale. Damit Zuordnung Ost mit einer völlig anderen Rentenberechnung als die Berechnung der Altersrente für den Bereich West. Wenn ich zum Beispiel bei einem Arbeitgeber beschäftigt bin, der mehrere Arbeitsstätten hat, dann kommt es immer darauf an, an welcher Arbeitsstätte ich mich überwiegend befinde. Also klassisches Beispiel, VW hat sein Stammwerk in Wolfsburg und hat zum Beispiel auch in Zwickau auch noch ein Werk. Wenn ich dort also in Zwickau arbeite, mein überwiegender Beschäftigungsort ist in Zwickau, deshalb Zuordnung Ost, ja, also Rentenberechnung Ost. Wenn ich hingegen mal kurzzeitig von Wolfsburg nach Zwickau abgeordnet werde, und das, was weiß ich, für ein Vierteljahr passiert, dann bleibt mein Beschäftigungsort selbstverständlich Stammwerk Wolfsburg VW, das heißt also Zuordnung West. Deshalb ist es wichtig für Sie, dass Sie schlicht und ergreifend einfach mal Ihren Rentenbescheid sich genau angucken und prüfen, waren Sie in der Zeit von bis beschäftigt? Ja, wo war ich beschäftigt? Einfach mal in die Unterlagen reingucken. Wenn Ihnen dort Zweifel aufkommen, dann einfach mal nachprüfen, wo war ich hier beschäftigt? Gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber mal reden. Denn, das darf ich Ihnen auch sagen, hier, diese Fehler können sich wirklich nachteilig auf Ihre Rente auswirken und schuld daran sind nicht Sie, sondern meistens der Arbeitgeber. Weil der Arbeitgeber die Zuordnung in den Meldungen an die Deutsche Rentenversicherung oder an die Gesamteinzugsstelle für den Sozialversicherungsbeitrag hier falsch macht. Die Deutsche Rentenversicherung übernimmt die Meldung automatisch. Die prüfen nicht nach, war mein Arbeitsort in Wolfsburg oder in Zwickau oder in Halle oder in Hamburg. Deshalb mein Tipp, prüfen, aufschreiben. Und wenn hier was nicht in Ordnung ist, dann zu einem unabhängigen Rentenberater gehen, nachrechnen lassen, ob sich auch wirklich die ganze Geschichte für Sie lohnt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.